Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von The Journey. Wir sind am Start mit der dritten Episode. Ich bin passenderweise wieder mal im Live-Support, muss darauf achten, dass ich hier nicht einfach durchflutsche, bin in Warteschlangenposition 62, also keine Sorge, aber trotzdem ein kleines Auge wird darauf sein. Heute geht es darum, wir waren beim Sichtungslehrgang exzellent, haben super Leistungen gebracht und wollen dementsprechend unseren Anruf vom Coach bekommen und unseren ersten Profivertrag unterschreiben. Wie das Ganze aussehen wird, werden wir heute sehen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung zu IG Vault, zu meinen Social Media Links und so weiter und so fort. Und jetzt ohne weiteres Schnacken gehen wir rein und schauen uns an, was hier passieren wird. Hi. Agent's here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. I bet you say that to all the players on your books. Well, that young man is where you'd be wrong. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch. Da sagt er natürlich was, ne? Ich bin übrigens schlechter als Player, weil ich dazwischen labere. Take your time, okay? This is a big decision. Wir haben es gesagt, wir haben es abgemacht, wir gehen zu Arsenal. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signing in my old club. Aber ich darf entscheiden. Ich würde sagen, die Hunter sind wieder da. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Alex, that's just brilliant. Jonathan Norcroft. Ich bin nicht überzeugt, dass Arsenal mit Mr. Alexander und Real Gas Walker an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen kann. Wo bleiben die Mega-Transfers? Passt ja irgendwie zu Arsenal. Erster Trainingstag. Heutiger Schwerpunkt defensiv. Na, das ist als Stürmer natürlich ein absoluter Traum. Gehen wir rein. Wir bringen Statistiken, Einnahmen, nix und Transferwert 5 Millionen. Das ist in unserem Alter ordentlich. Isn't that? Did he just nod at me? Me more like. Whatever. Hunter, Walker. In you go. Gaffer? Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Oh, da sind wir wieder, haben wieder eine Aufgabe. Ich würde sagen, wir We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads.
Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have enough pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. Bester Spruch ohne Scheiß. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. I thought we looked good. I'm all right. Right, as you're all aware, we got a couple of new boys starting with us today. Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? We're ready when you are, hombres. Wer ist das? Yeah, let's teach them a lesson. It's a Spanish, yeah? Ja, man. Ich muss man die kennen, spielen die wirklich bei Arsenal? Sind das einfach nur generierte Charaktere? Keine Ahnung. Alex' Attribute entwickeln sich durch deine Spielweise, deine Trainingsleistung. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex' Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Aha, in Ordnung. Heute ist Defensivtraining. Ich hoffe, dass das Ganze sieht so ähnlich aus wie beim Auswahltraining bzw. bei dem Scouting-Sichtungslehrgang. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass man sich wirklich auf Platz 1 vorarbeiten muss, weil das ist irgendwie langweilig dann auf Dauer, glaube ich. Cech und Mertesacker sind also Reservespieler, na denn, ja, gut, legen wir los. Die Spielschwierigkeit stelle ich übrigens hoch, sobald ich die Gelegenheit dazu habe. Bisher sieht das ja hier sehr, sehr einfach aus, was wir mit dem Kollegen Spanier machen da. Wie heißt er nochmal? Toro, Lili, ich weiß nicht, welcher wer war. Aber das ist natürlich bockstark, was wir hier tun. So einfach so haben wir noch. Sind schon exzellent und das ist auch nochmal exzellent. Ne, noch einen, okay. Aber auch das ist nicht sonderlich schwierig. Und damit haben wir direkt mal richtig geniale, ja. Was Ergebnis ansehen? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Je ne sais pas. Natürlich müssen wir auch noch das Dribbling machen und das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch hinkriegen, so gut wie gerade das Defensive. Oh, das habe ich jetzt nicht so gedacht, beziehungsweise habe ich nicht mit gerechnet, dass ich da zur Seite muss. Ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist okay, das ist gut. Und jetzt der Abschluss, aber Cech hält. Trotzdem, da kann ich mitleben. Well done, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Ah, laisse tomber. What? Yeah. And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch. Especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. Schwierigkeitsgrad ist schon Legende. Gut, dann, ja, lassen wir es einfach auch mal so, würde ich sagen. Aber die Halbzeitlänge möchte ich nochmal kurz einstellen auf 5 Minuten und nicht auf 4. So, dann gehen wir zurück auf die Übersicht und dann geht es noch weiter. Ein bisschen habe ich noch Zeit aufzunehmen und deswegen machen wir das auch. So, jetzt können wir theoretisch das erste Mal, wir haben 61 Gesamt, haben 3 Skillpunkte. Wir können theoretisch Eigenschaften freischalten, das hat er uns ja gerade erzählt. Was gibt's denn hier so? Power, Kopfball, faire Zweikämpfe, Flair, Außenrisspass, Kosten 1, Flair. Flair hätte ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr gerne und das holen wir uns direkt auch mal. Ansonsten Flanken, Spezialbewegung, das ist hier unten. Wollen wir das machen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Wichtigeres, weil noch sind
Genau, Tempo machen wir nochmal. Perfekt. Weil noch, ganz ehrlich, sind Skills nicht so wichtig und so stark sind die dieses Jahr auch nicht. Deswegen machen wir weiter in London. You know, it'll never ring if you keep staring at it. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. Yeah, there'll be other tours. See? Watch Bot. Hey. Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Well? Yes! You did it, son! You did it! Ja, das ist doch mal ganz geil. Und die Szene kennt man eventuell schon. Die hat man im Trailer oft gesehen, beziehungsweise in den Trailers oder Trailern. Trailers ist ja eher so Anhänger, beziehungsweise Wohnwagen. Maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? What? I thought you had to push them back. It's what we did when we went to Mallorca with Mum and Dad. What about eight, bruv? Reckon the gaff will pick us at the start of the season if we score some goals on this tour. Oh, mate. Put the first names on the team sheet. Straight to the top with them, huh? Is that how you work it? Press a button, no fair. Ich sehe da keinen Knopf. Was ist denn das für ein Fake hier? Mensch. Aber Hauptsache der Lili da, oder wie auch immer er heißt, guckt ganz entspannt. Freunde, Spieltag, das nehme ich noch mit. Es geht gegen PSG mit Arsenal. Bin mal gespannt, ob wir da 1 Minuten bekommen. Wir sind in Seattle gerade, in Amerika. Das haben wir ja bereits gesehen. Und das ist die Kabine. Und die sieht in den USA aufgrund der Gelder, die wir natürlich haben, sehr schick aus, muss man ganz ehrlich sagen. Mit Hunter spielen, das haben wir ja bereits festgestellt. Und das ist eine sehr starke B11. Aber unter anderem mit Gallo, wer auch immer das ist. Und El Neni, das ist schon mal gar nicht so uncool. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Na, 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 Giroud. Und neben dem sitzen wir auf der Bank und nehmen Alexis. Na, das passt ja. Stadion sieht einfach schon geil aus von Seattle. Ich mag das richtig, richtig gerne, wie ihr eventuell wisst. Und da kommen die beiden Youngster.
Boni, beeindrucke den Boss. 7,0 ist das Ziel. Bau den Vorsprung, was ist das Ziel? Ein Tor, gewinne das Spiel. Das sieht ja sehr nach der Demo aus, aber soll mir recht sein. Schöne Ballerung. Jetzt eventuell der Pass auf unseren Kumpel, auf Gareth Walker, der aber nicht weiterläuft. Mich jetzt aber schickt. Schade. Die Passansage war gar nicht so schlecht. Eigentlich war die Passansage ziemlich gut, aber EA ist halt, naja, based, würde ich mal sagen. Und jetzt im 16er die Chance und das war, ich weiß nicht, wer der den gehalten hat, Descon oder wie auch immer er ausspricht, steht im Kasten. Finessi, der wäre wahrscheinlich rübergegangen, aber so gibt's einen Eckball. Wie, dafür kriege ich jetzt kein Lob oder was für die Balleroberung in der eigenen Hälfte? Das ist ein bisschen sehr dreist. Aber wie gesagt, das ist irgendwie allgemein ein bisschen komisch. Und so spielen wir nicht nach vorne, Freunde, beziehungsweise so können wir definitiv kein Tor erzielen. Aber vielleicht ja jetzt. Über Walker. Ball auf mich raus. Ah, das war wieder scheiße gespielt. Warum spielt man den auch halb hoch? Oh, wunderbarer Pass. Wunderbarer Pass. Und dann macht der sowas. Ach du meine Güte, Walker. So ein schönes Ding. Und dann mit links voll daneben gezwiebelt. Jetzt die Chance im 16er, Mann, ey. Ja, mit links wahrscheinlich auch nicht der starke Fuß, aber da habe ich halt einfach ein bisschen zu schnell reagiert. Ich bin ja auch noch jung, ich darf das. Na, guck mal, der Walker, der steht da nur rum, der walkt nicht mal. Ich hunte hier vorne die ganze Zeit und der walkt nicht mal, kleines Wortspiel. Jetzt kann er plötzlich wieder laufen und dann ist er zu schwach, den Ball anzunehmen. Und es gibt noch eine dicke Chance, aber er hat auch kein Glück. Er hat auch kein Glück, der Walker. Wieder eine Spitzenballeroberung von uns. Jetzt nimmt Elneny uns da den Ball weg. Und die spielen das irgendwie sehr beschissen hinten rum. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem nochmal die Gelegenheit. Über Alex Hunter. Zurückgezogen. Und da ist die Flanke in die Mitte und da muss der Schuss doch einfach kommen. Was los? Hallo? Sag mal. Was war das denn jetzt? Schön durchgesetzt. Schön durchgesetzt. Schöner Abschluss. Schade, knapp drüber. Aber das ist natürlich jetzt, also das war wirklich bitter. Warum schießt er da nicht einfach? So, Schluss aus, vorbei. Zwei von den Challenges haben wir geschafft. Eine nicht, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Auf Legende ist das, denke ich mir, auch gar nicht so schlecht. Arsène Wenger und Unai Emery geben sich da die Hand. Und wir haben ein gutes erstes Spiel abgeliefert. Damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und Walker, naja, er hat die Chance vergeben. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Leistung sehen wir hier jetzt. Beeindrucke den Boss, haben wir geschafft. Vorsprung haben wir nicht geschafft. Aber bringe das Spiel zu Ende, haben wir geschafft. Das ist doch in Ordnung. Nächstes Spiel gegen deutsches Team, gegen die Borussia aus Dortmund. Oh, jetzt kriegen wir Geld. Juhu. Ja, beziehungsweise, nee, wir kriegen doch kein Geld. Doch, 15.300 Pfund. Warum auch immer. Aber damit können wir uns zumindest schon mal diese Wohnung da leisten, die wir hatten. Und wir kriegen gleich mal noch ein paar tausend Follower dazu. Ja, das ist doch gut. Schickes Hotelzimmer. Aber, liebe Freunde, das war's jetzt erstmal von der ersten, der dritten Episode. Und der ersten, bei der wir bei Manchester United, bei Arsenal, was los? Bei Arsenal spielen durften. Ich bin extrem gespannt, wie es weitergehen wird. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal dann wieder. Dann mit dem Spiel unter anderem in Vancouver, wo wir jetzt sind, gegen Borussia Dortmund, was auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte werden wird. Ich verabschiede mich. Ich sag euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.